Ja, irgendwie habe ich ja einen Freund da oben, ne? Das gibt bald Regen. Das finde ich voll cool. Muss mal kurz mein altes Essen hier umdrehen. der mag mich scheinbar. Oder die, das weiß ich ja nicht. Aber der Fan, der macht mir sogar Regeln. Das finde ich ganz cool. Weil uns das ein bisschen zu warm geworden ist jetzt. So, mein Toast ist fertig. Und mein Hühnchen vor 2 Tagen. Werde ich jetzt auch essen, weil ich kriege immer Hunger, ne, wenn ich so viel arbeite. Eigentlich arbeite ich nicht viel, aber ich kriege dann immer Hunger. Weiß ich auch nicht. Also ist halt so, man hat dann irgendwie die Arbeit hier, aber auch nicht mehr. Aber das macht nichts, beschwer mich auch nicht. Ich bin immer pleite. Oh, alles dunkel, ja, das ist natürlich schlecht. Aber mehr Licht gibt es gar nicht hier, ne? Es gibt gar nicht mehr Licht. So. Ich hatte vorhin auch schon wieder, keine Ahnung, woher das kam, jemand, der an der Stromleitung gedreht hat. Das ist dann auch immer, das ist mir dann auch aufgefallen, irgendwie, dass dann irgendwie immer irgendeiner hier an diesem Strom rumdreht. Dann hat man mal heißeres Feld, dann hat man weniger warme Herde sozusagen. So viel irgendwie zu diesen ganzen Infektionen und bla bla bla. Tisch anziehen. Ja, so ist das hier dann auch. Das ist irgendwie auch schon Normalstandard geworden in den letzten Jahren. Im Hülwien hatte ich das auch. Irgendwie in Göttingen kenne ich das aus ganz Uraltbauten. Das ist auch so. Ja, sollte man sich gar nicht dran gewöhnen, weil jeder ja nur seinen Strom verbraucht, den er tatsächlich irgendwie verbraucht. Nicht mehr und nicht weniger. Ich muss jetzt aber mein Handy gleich mal aufladen. Weil ich hoffe, dass ich dann noch mal Caroline im Chat besuchen kann. Um mit ihr ein bisschen zu quatschen. Oder mit den anderen, die da im Chatverlauf irgendwie rumgurken. Oder rumschreiben eigentlich so, weil ich fand die Frau eigentlich schon sehr bezeichnend. So, fand ich eigentlich ganz cool. So, und der Rainer, das war jetzt Rainers Ende. Da wo ein Ende immer ein Anfang. Mann. Idiot. Oh, ich hab dich geschitstormt. Ich hab Idiot gesagt. Hätte ich wohl nicht machen dürfen. Ne? Komm, darfst jetzt auch mal Idiot zu mir sagen. Warte. Was wollte ich haben? Ketchup. Ohne irgendein Transmitter-Alien-Transfer. Dies ist Ketchup, nur Ketchup, nichts anderes. Ey, was ist Ketchup, ne? Boah, das ist das anstrengend geworden, das mag ich ja immer nicht. Wenn man was sagt, dann sag ich das auch so. Aber Spaß kann ich auch mal ab, aber bei Rattengift hört der Spaß auf. Ja. Und ansonsten, ach so, da wurde noch gefragt nach dem Ring, ne? Nach dem Ring, den ich damals mal auch für Essen ins Pfandhaus gebracht hatte und nicht mal auslösen konnte. Das ist schon ewig her. Den hat Frau von der Leyen gekauft, glaube ich, über Auktionäre, soweit ich informiert bin.
Und den darf es ja auch behalten, weil ich ja zu blöd war, ihn wieder auszulösen. Von daher stimmt das schon. Geklaut wird aber bei mir bitte nicht. Ja, das war jetzt dazu, weil ich wurde danach gefragt, der war mal von Andi. Ja, ich hatte mich ein bisschen geärgert damals auch, weil er ja dann immer morgen hier, morgen da ist ja auch so ein Lied. Morgen hier, morgen da. Gedanklich bin ich auch immer überall, aber eigentlich bin ich immer hier. Ich muss jetzt was essen, weil ich ja morgen noch das alte Kabel da mal gucken muss. Vielleicht war das auch die alte Stromleitung mit dem alten Schalter. Ich weiß es nicht. Ich müsste noch mal richtig nachschauen und ja, wurde ja alles irgendwann mal neu verlegt und ich komme da noch mal durcheinander. Also es ist für mich störend einfach. Es tut mir leid. Also ich kann das nicht anders sagen. Das ist, als ich hier eingezogen bin, war für mich irgendwie eigentlich schon so, oh Alter, wie soll ich das denn jetzt irgendwie hinkriegen? Ja, ich sitze jetzt ein bisschen im Dunkeln. Warum auch immer. Weil ich da kein Licht habe. Okay, gut. Dann bis dann. Ciao.